Oh Mann, ey. Jetzt haben wir wieder fast keine Muni. Jetzt sollen wir erstmal hier wechseln. Ja, okay, passt. Passt. Passt überhaupt nicht. Wir haben viel zu wenig Muni, ey. Jetzt nehmen wir erstmal das Gewehr. Scheiße, Mann. Das geht ja überhaupt nicht. Ich hoffe mal, dass hier unten jetzt keine solche Viecher mehr sind. Davon habe ich jetzt ehrlich gesagt genug. Die scheiß Viecher waren jetzt viel zu viele. Oh! Oh! Oh, du, das gut. Schau die Muni. Wir können keinen Blick nach oben erhaschen. Okay, das hört sich nach unserer Dame an. Sie ist anscheinend geflohen, oder? Weil ich hoffe, dass es unsere Freundin ist. Wie ist diese Anna nochmal? Eine Geisel. Wir brauchen sie, um mit dem Orden verhandeln zu können. Achte nur darauf, dass sie eine Gasmaske trägt. Wenn sie infiziert wird, ist sie tot und nützt uns nichts mehr. Was machen wir denn mit ihr? Sperrt sie ein und behaltet sie im Auge. Wenn irgendetwas passiert, rollt dein Kopf. Ich hole sie ab, wenn wir hier fertig sind. Okay, wir erschießen den Kerl, oder? Wir wechseln jetzt die Waffen. Oh, können Sie ihn nicht hier einsperren? Okay, rechts oder links? Rechts, links. Okay, wir laufen links. Nein! Links! Oh. Mann. Was kannst du eigentlich? Was machen Sie da? Bitte, Sie dürfen uns nicht töten! Wir haben den Befehl von der Führung der Roten Linie, die Epidemie zu stoppen. Und ihr seid alle infiziert! Ihr habt den Mann gehört. Wir müssen euch töten, um die Metro zu retten. Aber wir haben nicht einmal Fieber. Wir sind... Kannst du denn gar nichts treffen? Nicht einmal aus dieser Entfernung. Unglaublich. Er ist tot. Ach, was macht das schon? Der stirbt sowieso bald. Wir sind hier, um sicherzustellen, dass er stirbt. Gib ihm den Rest. Und? Schaffst du es? Oh, er hat getroffen. Wahnsinn. Okay. Oh, der ganze Stiefel mit Scheiße bedeckt. Oh ja. Da kann man jetzt nichts dran machen. Sprüh Desinfektionsmittel darauf, wenn wir zurückkommen. Oh oh. Da willst du runter? Naja, okay. Oh, das war doch ein Mädchen. Nein, lass uns erst eine Ladung, die Hände. Und ich komme mit dem Gedanken nicht klar, die Ladung zu löschen. Wenn wir uns Zeit lassen, machen die es vielleicht, bevor wir ankommen. Da kann ich nichts gegen sagen. Er ist tot! Ja, ihr seid tot. Also. Da haben wir ja... echt einen tollen Ort. Nicht verkleiden oder sowas. Ich würde mich gerne als einen von denen verkleiden. Ja, ich glaube, es wird Zeit. Für den haben wir keine Muni mehr. Hat sie echt gebracht, dass wir die eingekauft haben? Na? 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 Ah. Zweite Chance für Nachtsichtsgerät. Wir haben aber schon eins. Ja. Ah. Oh Mann, ey. Aber okay. Oh.
Nachladen? Ist schon. Okay. Ich hoffe, ich habe genug Zeit zum Einsammeln. Wenn das jetzt wieder irgend so ein Kerl kommt. Wir brauchen nämlich Muni. Ganz dringend. Ah, sehr schön. Ach, jetzt haben wir von der natürlich einen Haufen verkauft. War ja klar. Hätten auch nie gedacht, dass wir irgendwann mal Engpass kriegen. Boah. Das wird lustig mit der Waffe. Ach, unsere zwei, oder? Okay. Schöner Leichenhaufen. Dieses Arschloch. Okay, da ist keiner. Der kommt zu uns. Geben wir ihnen noch diesen kleinen Moment des Friedens. Oh, komm näher. Du hast ja keine Ahnung, was dich erwartet. Knock knock. Who's here? Me. I kill you. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Ist der alleine? Kopfschmerzen. Nein, scheiße. Oh, kriegt nichts bei den ganzen Leichen. Naja, okay. Okay, wo ist denn hier das Licht dafür? Naja, wir können uns auch mal durchknallen. Also wir haben bis jetzt so gut geschlichen bis jetzt. Kapitalist, ergib dich, dann kommst du vor das Revolutionsgericht. Wie läuft es denn so? Nicht bis jetzt. Wir kriegen ihn bestimmt. Hat ihn jemand gesehen? Nein. Habt ihr mich überhaupt schon gesehen? Ihr Idioten. Gott, habt ihr mich? Verletzte! Die haben eine echt gute Gruppe. Ich hab ihn unter Beschuss gehabt! Ja, du hast gut getroffen.
schließt euch den Russen an. Die russische Streitmacht hier. Wahnsinnig gut. Beim nächsten probieren wir die mal aus. Nein. Artyom. Nicht Teufel. Ja, scheiß drauf. Wie viel haben wir davon? 24. Ah, die probieren wir trotzdem mal aus. Scheiße. So was verwenden wir auch viel zu selten. Was ja eigentlich ganz gut ist. Eigentlich ist die ja ganz nett. Dann werden wieder ein paar erschossen. Naja. Denen fehlt aber auf jeden Fall die Übung. Die sind aus dem Takt. Naja. Mal schauen, was hier ist. Mann. Bumm. Kann man die Tür jetzt auch wieder zumachen? Wer ist da? Scheiße. Entweder drehen meine Ohren durch oder drauf. Knock, knock. Kann man sich da unten durchwühlen? Nein, kann man nicht. Wir kommen oben rum. Wir kommen unten ein wenig rum. Gut gemacht, alle zusammen. Die nächsten. Hey, Leute! Was ist? Ihr seid aus dem Takt! Komm schon! Verletzter! Verletzte? Hier gibt's keine Verletzte! Okay. Verband! Ja! Geil! Verletzte! Dafür krieg ich dich! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Mama! Der Böse war gemein zu mir! Also wirklich, schämt euch! Was seid ihr für Flaschen? Oh! Ah, das hätte eine gute Waffe werden können. Achtung, wir haben Gesellschaft. Verdammte Scheiße, von wo? Woher soll ich das wissen? Pass nur auf! Ja. Er hat's nicht geschafft. Ruhig bleiben. Ich bin ruhig. Ich bin die Ruhe in Person. Ich freue mich sogar richtig. Endlich mal wieder Menschen. Ja, das war schön. Gut, aber noch irgendwas, oder? Naja. Wow. Naja, wir müssen uns trotzdem etwas. Hm.
Dachte schon. Irgendwas geht doch. Müssen trotzdem etwas beeilen. Schließlich haben wir nicht unendlich viel Sauerstoff. Mal schauen, das hier ist wahrscheinlich der Weg jetzt von vorhin. Oh, Kollege. Okay. Aber ich will aber auch nichts übersehen. Okay. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Wir hätten noch Treppe hinaufgekonnt. Gott. Ja. Darauf. Boah, ist das hell. Hat sich schon mal gelohnt. Hat sich schon mal gelohnt. Wir brauchen ja schließlich auch wieder Ach du Scheiße. Es regnet Blut. Was ist das? Okay. Ich vermute mal, das ist der Schotti. Oh! Das ist ja nice. Alter, warum haben wir nur Platz für 4 Waffen? Okay, wir haben die da, die brauchen wir auf jeden Fall. Oh, tut mir leid, ich muss mal leider zurücklassen. Ich brauche auf jeden Fall eine Schotte gegen die Viecher. Und bei dir haben wir gerade zu viel Money. Deswegen. Sorry, aber die Waffe können wir. Na gut, ich kann mal damit schießen. Ich kann euch ja mal zeigen. Wo ist sie? So. Wie sie ist. Ich finde, ich habe ein kurzes Ziel. Ja. So, dann gehen wir dann gleich wieder zurück. Wo zum Teufel versteckt er sich? Ich bin zum Festnageln hier. Nimm ihn unter Beschuss. Einer von uns hat es erwischt. Okay, ihr seht, sie ist nicht sehr effektiv. Okay. Nice. Falscher Weg. Wir müssen wieder zurück. Oder hier die Leiter rauf. Dann holen wir uns unsere andere Waffe wieder zurück. Die ab, müsst ihr mir zustimmen, ist um einiges besser. Aber momentan machen wir mal mit der. Machen wir mal mit der Schotti etwas, mit unserem Sturmgewehr etwas weiter. Damit wir mal sehen können, ob die was bringt. Na los, Kopf her. Ah, aber das Vorteil ist natürlich, ich komme hier nicht weiter. Wer kann die Munition wieder aufsammeln? Das ist natürlich ziemlich nice. Okay, ich darf die Treppen rauf. Okay. Koffer. Leiche. Leiche und das ist doch ein Mädchen, oder? Ja. Die ist viel zu hübsch. Das muss ein Mädchen sein.
ist hier? Nichts, nichts. Ah, ein neuer Eintrag. Ich hab's mir inzwischen auch schon alle durchgelesen. Meiner Meinung nach eigentlich interessant. Solltet ihr auch machen. Also brav. Ups. Kann man alles durchlesen. Ah, Genosse. Ach, ich hab wohl alle Muni schon, oder was? Okay, jetzt bin ich hier oben. Jetzt hüpfe ich hier runter. Und bin auf der anderen Seite. Jetzt darf ich wahrscheinlich vom Feuer wegrennen, hä? Ah. Der Revolver. Filter. Licht aus. Ah. Okay, ich glaube, es ist klar, dass ich hier nicht weiter kann. Hier werde ich wahrscheinlich verbrennen. Hier ist es heiß. Okay. Wahrscheinlich darf ich danach noch vom Feuer wegrennen. Kameras lassen nicht gehen. Die Operation schreitet voran und wird innerhalb einer Stunde abgeschlossen sein. Das ist es. Wir müssen das General Korkut melden. Machen Sie das? Jawohl. Was ist mit der Tussi? Oh, das noch. Hat sie gebracht. Er sagt, sie sei eine Geisel für Verhandlungen mit dem Orden. Obwohl wir alle wissen, welche Art Verhandlungen die führen. Der Helm ist ja schön und gut, aber es ist so heiß hier. Der Mistkerl! Leute! Jemand soll du! Ach Gott! In Ordnung! Marsch! Such ihn! Das wird jetzt einfach nur heute nur einziges Rumgeballer! Überhaupt nichts mehr mit Sniper! Ich hab einen festgenommen! Klasse! Wow. Dann fehlt aber das Ziel, die Übung beim Zielen. Ach, Leute. Okay. Wow! Weg! Also, Respekt an die Leute vom Metro. Unsere ukrainischen Freunde. Die haben sich wirklich da richtig Mühe gegeben. Oh, ich bin ruhig. Alter, von wo die kommen, ey? Warum fackeln die hier alles ab, ey? Dafür krieg ich dich! Vor allem, ich lege mich hier gerade mit der kompletten Armee von denen an. Na, zum Glück kriege ich wieder genug Muni. Ich habe ja genug dafür bezahlt.
Da habe ich bis zum Schluss gar nichts gesehen, Alter. Ich wusste nur, dass jemand auf mich schießt und das war's. Aber wie gesagt, schaut euch ja mal die Umgebung an, Alter. Also, hallo? Also ich finde, da haben sie sich verdammt viel Mühe gegeben. Das Feeling ist richtig geil. Und ich finde, das ist sogar noch geiler als Bioshock Infinite. Infinite, Mama. Ja. Bin ich hier überhaupt richtig? Ah, meine Kameraden. Grüß Gott. Oh. Eindringling! Artyom, stehen bleiben! Sonst schließe ich ihr die Kehle auf. Du bist also wegen Anna gekommen. Sehr heldenhaft. Aber nicht sehr klug. Ich schlage dir was vor. Du nimmst deine Maske ab und ich übergebe sie an dich. Ich zähle bis fünf. Mach das nicht, Artyom! Er bringt mich sowieso um. Er hat uns schon einmal verraten. Eins. Das stimmt nicht. Zwei. Ich habe Miller nie gedient. Drei. Ich stehe zu meinem Wort. Warum? Warum hast du das getan? Beeilung! Wir müssen zur Konzerweihe! Jo. Da ist die Hanse. Und unsere Männer. Scheiße! Ersticken wäre eine echte Schande. Nach all dem, was wir überlebt haben. Sie könnten infiziert sein. Artyom, ich bin hier. Die haben keine. Oh Gott. Die Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren, mit einem unbekannten, tödlichen Virus infiziert. Und dann haben ihre Aufräumtrupps die Station unter dem Vorwand betreten, sie vor der Epidemie zu retten, und jeden eliminiert, den sie konnten. Frauen, Kinder, alte Leute, um zu verhindern, dass die Infektion sich ausbreitet. Und wenn das alles wahr ist, dann könnten Anna und ich auch infiziert sein. Wir wurden nicht getötet, wissen aber nicht, wie lange wir noch überleben werden. Naja, ich dachte, es wäre wirklich schade, wenn wir jetzt sterben würden. Aber ehrlich gesagt habe ich auch nicht gewusst, was der jetzt von mir wollte. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so richtig geblickt, ich wusste nur eines. Ich kann ihn erschießen. Ich werde es mir mal bei den anderen nochmal anschauen und mal schauen, was die da gemacht haben. Und ja. Dann mal schauen, ob es uns besser geht und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Dann wieder etwas actionreicher zugeht und da, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.